Willkommen zurück zu FIFA 13 für den 3DS. Wenn man weiter am 23. Februar 2013 FC St. Pauli gegen Union Berlin. Los geht's. Trikots hier und da. Wunderbar. Und die Startelf von uns verändert sich nur ein kleines bisschen. Schauner im Tor, Funk, Zambrano, Mohr und Thorand in der Abwehr. Bartels, Boll und Schindler im Mittelfeld und vorne stürmen Ebbers, T und ein Ersatz für den rot gesperrten Saglik. Wahrscheinlich wird es Skincheck treffen, aber mal sehen. Und bei den Gegnern, bei Union Berlin, Haas im Tor, Koplin, Schönheim, Parensen, Kohlmann in der Abwehr, Karl, Wiering, Ede und Matuschka im Mittelfeld und vorne stürmen Silvio und Terodde. Alles klar, Terodde ist auch der Stärkste, dann Ede und dann Silvio. Spieleinstellung, ja, okay, sind okay. Gut, dann kann es losgehen. Hier die Tabelle. Wir haben 6 Punkte vor, 6 Spiele Vorsprung auf den Drittplatz in Kaiserslautern. Heute können wir einiges gewinnen an Vorsprung. Hoffe ich zumindest. Ja, ich komme hier gerade vom gerade erzielten Kopfballtor des Torwarts vom FC St. Pauli gegen gegen Paderborn. Heute am 1. April und das ist kein Scherz. Kein April. Nein, der St. Pauli sollte Schauen hat wirklich ein Tor mit dem Kopf erzielt in der letzten Minute. In der letzten Minute, ja. 90. plus 1. Ja. War auf jeden Fall schön anzusehen und sind jetzt 9 Punkte vor dem Relegationsplatz. Also nicht von oben gesehen, sondern von unten gesehen. Und stehen momentan auf Platz 11 oder 12, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es losgehen. Ich wäre soweit. Und bam. Vielleicht wundert ihr euch, vielleicht auch nicht. Ist eigentlich sowas von scheißegal. Dass keine Videos gekommen sind am Ostermontag, Tor 1-0, super, Ginchek, gleich würdiger Vertreter. Das liegt daran, dass ich bei meinem Cousin übernachtet habe und ich ja von zu Hause nur noch 2 Videos im Vorrat hatte und die ich dann gleichzeitig freigeschalten habe am Ostermontag. Ja, das heißt, ich habe welche hochgeladen, aber halt vom anderen Tag. Oh, das war knapp. Liebe Freunde, also es geht schon gleich super los. 1-0 für St. Pauli. Wer hätte das gedacht? Und es gibt Eckball, ja? Und das war nicht so knapp. Das war sehr knapp. Das war knapp, knappi Schalke 04. Aber so, Konter. Wo sind die Fans? Hallo? Und was war das? Naja, solange wir den Ball haben, ist ja alles okay. Gute Tricks hat der Kerl drauf. Ich frage mich, warum ich den nicht so oft einsetze. Ist ja gut, der hat ja Hattrick gemacht, oder? War das Ginchek? Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Oh! Und Union Berlin auch 7. in der Liga, hier. Ah, Mann! Immer diese verfluchten Chancen, die nicht reingehen. Aber der geht rein. Also wenn man von der Seite schießt, dann klappt's. Wow, yes! Bartels mit dem 2-0. Das ist auch schön, wenn die solche Tore schießen, nicht so viele machen. Ja. Dann werden die auch hochgewertet. Besser hochgewertet. Hochgewertet werden sie sowieso, wenn sie spielen. Oh! Das geht viel zu schnell los. 22. schon 3 Tore gefallen. Silvio mit dem Anschlusstreffer. Gut, gut gespielt. Leider das Foul, das darf ich nicht begehen, aber sorry. Da ist die 2-Tore-Führung schon schnell dahin. Zwar haben wir noch eins in petto, aber das kann auch schnell vorbeigehen. Oh, nein! Oh Mann, verdammt. Vielleicht, wenn es am Ende 3-2 für die anderen steht, dann kommt Schauner mit nach vorne, dann macht das Tor. Sowas müsste ich eigentlich auch machen. Mal wäre ziemlich geil. Aber ich bin zu dumm dafür.
Boah, sollte eine Flanke werden. Kein, was auch immer. Ja, so gewinnt man den Ball. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Not bad, but not good enough. Ja, da, super, Gincheck. Latte, das gibt's nicht. Das ist unfassbar. Unglaublich. Pah. Ein bisschen weiter unten den Ball getroffen und dann wird er noch höher fliegen, also etwas mehr höher den Ball treffen. So, jetzt habe ich mich richtig gefangen mit dem... Das Deutsche ist nicht schön und die Physik auch nicht. Physik im Satz müssen auch stimmen. Oh! Wird der jetzt hingeflogen? Ja. Dann gibt's Elfmeter. Oder wird es Elfmeter geben? Und den Elfmeter halten? Bin ich zwar okay. Hat man ja beim ersten Part von FIFA 08 bei Stili gesehen, der hochgeladen ist vor einem Tag oder zwei oder vier. Oder 83. Nee, vor zwei. Ja. Da kann man sehen, wie ich den Elfmeter schön gehalten habe. Oh mein Gott. Union Berlin ganz schön unkonzentriert hier in der Anfangsphase. Das, that isn't good for that team. Ja. Ja, da kommt einer. Boah. So wie der den gehalten hat, das ist unfassbar. Meine Güte! Den kannst du doch nicht so halten! Das gibt's doch gar. Oh Gott, dem Himmel stehen wir bei. Stuttgart ist. Ja. Dazu sage ich nichts. 6 zu 1 Torschüsse. Dazu muss ich jetzt wohl auch nichts sagen. Das zeichnet diesen Sieger schon aus. Die Torschussstatistik, aber muss ja nichts heißen. In der zweiten Halbzeit kann leider noch alles passieren. Auch ein 9 zu 2, was die Bayern am Wochenende gemacht haben. Topspiel. Was war daran noch Topspiel? Klar, 11 Tore, aber... Topspiel ist eigentlich immer mit Spannung geprägt, aber das irgendwie... Nö, das sehe ich nicht ein. Die... Lennarty! Immer dieser, keine Ahnung wie er heißt, im Tor von Union Berlin. Tja, schon ziemlich krass. Tü kommt nicht hin beim Kopfball oder T. Keine Ahnung, das Tier. Haha, Witzbold. Patricks Anwendung vom Schindler. Was ich schade finde, dass Saglik nicht mehr bei denen spielt. Denn der hat... Lol. Denn er hat gegen die getroffen und genauso wie Naki, die zwei Ex-St. Paulianer, haben die getroffen. Also Naki hat nicht getroffen, sondern vorgelegt, aber trotzdem. Beide St. Paulianer haben bei Paderborn gespielt und haben das 2-1 gut gemacht. Muss man sagen, also. Aber Chauner natürlich unfassbar. Und das war schlimm. Shit. In der Seite bin ich nicht so toraggressiv. Aber egal. Ich versuche mein Bestes, also mehr geht nicht. Komm, komm. 70. Diese Ein-Tor-Differenz-Führung, das kann nicht gut gehen. Vor allen Dingen, wie lang geht es noch gut in dem Spiel? Oder generell in der Saison? Oh oh. Oh. Shit, aber zum Glück können die nicht so gut flanken. Was sage ich da? Prompt fällt fast das Gegentor. Was sage ich fast? Ist noch nicht mal gereinigt. Bereinigt. Meine Fresse, ihr seid schon komische Leute hier. Die von Union Berlin. Ja, aber da steht nichts zum Kontern da. Und jetzt verlieren die, glaube ich, auch an Kraft, aber... Oh, das ist jetzt wirklich nicht schön anzusehen. Ja, schieß! Nicht so! Pfui!
Ah, fuck. 83. Himmel hilf. Ja, das ist ein Ballgewinn gewesen. Mit Betonung auf gewesen. Oh oh. Oh. Zum Glück kann der nicht dribbeln. Hier in FIFA. Das finde ich gut. Das ist ja. Das gibt. Jetzt! Schon wieder Aluminium! Das ist nicht euer Ernst! Nachspielzeit wird auch noch nicht angezeigt. 4 Sekunden vor Abpfiff. Okay, 1 Minute. Eine verfluchte Minute. Nein, einer geht nicht. Gut, Konter. Jetzt schön ausspielen. Mhm. Nein, ich meinte nicht den Gegner. Okay, weg damit. Oh nö, nicht zum Gegner, Mann. Oh, da hoffen wir, dass es keine rote... Oh, das gibt gar nichts. Es gibt nicht mal eine Karte. Freistoß, ja, aber... Eine Karte, nein. Nein, es kann keine Karte geben. Nein. Oh, fu. Kofi Annan. Nein, hör doch auf. Nein. Boah, gibt noch eine Ecke. Dramatik pur, Freunde. Hofft's auf den Sieg. Kommt, ja, der Torwart kommt auch noch klar. Warum nicht? Oh nein. Oh, jetzt kommt mein besagtes Tor. Zum Glück nicht. Nein, nein. Weg. Schade. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, bis dorthin zu schießen. Tor wahrscheinlich nicht, aber naja. Hauptsache gewonnen, sagt man sich immer so, wenn es knapp ausgeht. Aber war auch verdient, 7-5 Torschuss jetzt. Ja, Entschuldigung für den Nachlass in der zweiten Halbzeit, aber man sieht es auch, die Spieler verlieren an Ausdauer bei uns, wenn wir in der ersten Halbzeit Vollgas geben. Okay. Wurde jemand hochgewertet? Torrand ist bald soweit. Und ansonsten niemand. Okay, die anderen Begegnungen bitte noch. Zuerst die Einnahmen. Schön. Fallt bald 5 Millionen. Köln gegen VfR Aalen. 3-0. Lautern gegen Sankthausen. 0-0. Fortuna Düsseldorf. Immer noch in der zweiten Liga gegen Cottbus 0-1. St. Pauli gegen Union Berlin 2-1. Paderborn gegen Ingolstadt 0-0. 68 gegen FSV Frankfurt 2-0. Braunschweig gegen Bochum 1-1. Und Duisburg gegen Dynamo Dresden 1-0. Und das ist die Tabelle. Das sieht sehr gut aus. Rechnerisch könnten wir sogar nicht mehr absteigen. Ja, das ist klar. Ja, ich laber nur Scheiße. Was ich gern ausrechnen würde, wie viele Punkte? 9 mal 3 sind 27. Ja, also eine kleine Restchance für die anderen. Meister zu werden. Ja, aber das. Oh, ja, wow, ja. Am nächsten Spieltag auf jeden Fall ein Kracher. Der zweite VfL Bochum gegen den FC St. Pauli. Auf jeden Fall nicht verpassen. Wenn ihr dieses Topspiel verpasst, dann habt ihr wirklich was. Dann hängt euch was schief. Also wirklich. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und man sieht sich dann wieder im nächsten Part bei FIFA 13. Auf jeden Fall nicht verpassen. Und bis dann und ciao.